Wir wollen ein paar Übungen zur Primfaktorzerlegung machen. Beginnen wir mit dem ersten Beispiel, mit der 36. Kann ich die 36 durch die kleinste Primzahl, die 2, teilen? Ja, das geht. 2 mal 18 gibt 36. 2 ist eine Primzahl. 18 ist es nicht, ist eine zusammengesetzte Primzahl. Das heißt, ich muss die 18 weiter zerlegen in ihre Primzahlen. Kann ich die 18 durch die kleinste Primzahl, die 2, teilen? Ja, kann ich. 2 mal 9 gibt 18. 2 ist eine Primzahl, die 9 ist wieder eine zusammengesetzte Zahl, welche ich weiter zerlegen muss. 9 kann ich nicht durch 2 teilen, aber kann ich es durch die nächsthöhere Primzahl, die 3, teilen? Ja, das geht. 3 mal 3 gibt 9. 3 und 3, beides sind Primzahlen. Das heißt, ich habe jetzt die 36 komplett in ihre Primzahlen zerlegt. 2 mal 2 mal 3 mal 3. Das sind die Primfaktoren der 36. Wenn ich diese miteinander multipliziere, erhalte ich wieder die ursprüngliche Zahl, die 36. Gut, schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Zum Beispiel die 30, nehmen wir die, ne? Die 30, kann ich die in die kleinste Primzahl zerlegen? Kann ich die durch 2 teilen? Ja, das kann ich. 2 mal 15 gibt 30. Die 15 ist eine zusammengesetzte Zahl, welche ich weiter zerlegen muss. Durch 2 kann ich die 15 nicht teilen, jedoch durch die nächstgrößere Primzahl, die 3, kann ich. 3 mal 5 gibt 15. 3 ist eine Primzahl, das wissen wir. Und auch die 5 ist eine Primzahl. Das heißt, ich habe sie komplett zerlegt, die 30, in ihre Primfaktoren, nämlich 2 mal 3 mal 5. Gut, nehmen wir nun ein etwas interessanteres Beispiel. Nehmen wir zum Beispiel die 73. Ja, wie zerlege ich denn die 73 in ihre Primfaktoren? Kann ich die 73 durch die kleinste Primzahl, die 2, teilen? Nein, geht nicht. Es ist ja keine gerade Zahl. Dann gehen wir zur nächstgrößeren, zur 3. Kann ich sie durch 3 teilen? Hierzu nehme ich die Teilbarkeitsregel für 3. Ich bilde die Quersumme. 7 plus 3 gibt 10. Kann ich 10 die Quersumme durch 3 teilen? Nein, das geht nicht. Gibt Rest 1. Dann gehe ich zur nächsten Primzahl, zur 5. Durch die 5 kann ich 73 auch nicht teilen, denn hierzu müsste an einer Stelle eine 0 oder eine 5 sein. Gehen wir zur nächsten Primzahl, 7. 7, durch 7 kann ich es nicht teilen, weil 10 mal 7 würde 70 ergeben. Das heißt, 73 durch 7 gibt 10, Rest 3. Gehen wir weiter zur 11. Ja, durch die 11 kann ich es auch nicht teilen, denn 6 mal 11 gibt 66. 7 mal 11 gibt schon 77. 73 liegt dazwischen. Ja, jetzt könnte ich weiterfahren, aber ich glaube, die 73 ist nicht zerlegbar in ihre Primfaktoren. Sie ist selbst eine Primzahl. Das heißt, wenn jetzt in einer Aufgabe zur Primfaktorzerlegung gefragt wäre, dass wir die 73 in ihre Primfaktoren zerlegen müssen, was würden wir dann hinschreiben? Wir würden genau 73 antworten. Und nicht etwa 1 mal 73, denn 1 ist ja keine Primzahl, wie wir gelernt haben.